Der Pumuckl hat neuerdings einen wunderbaren Spielplatz entdeckt, Meister Eders Badezimmer. Das ist, wie in so alten Hinterhäusern üblich, ein recht altmodisches Ding mit einem blau angestrichenen Kohleofen und einer Badewanne mit Beinen, die aussehen, als wären es Löwentatzen. Ringsum an den Wänden sind keine Kacheln, sondern nur ein Ölsockel, und über der Wanne ist ein Wasserhahn, der dauernd tropft. Was aber für den Pumuckl das Schönste ist, das ist der verchromte Schlauch von der Handbrause. Ich weiß nicht, ob ihr euch das richtig vorstellen könnt. Dieser Schlauch hängt von der Handbrause in einer großen Schlinge bis unter den Wasserhahn herunter. Und wenn man sich in diese Schlinge hineinsetzt, das kann man natürlich bloß, wenn man so klein ist wie der Pumuckl, dann hat man eine feine Schaukel. Da saß also der Pumuckl drin und schaukelte und sang dazu selbstgedichtete Lieder. Wenn der Wasserhahn tropft, hutschihai, hutschihai, und mein Herz fröhlich klopft, hutschihai, hutschihai, dann gefällt mir die Welt. Ja, da bist du. Habe ich mir's doch gleich gedacht. Ja, und wie schaust denn aus? Fein schau ich aus, fein, fein. Na, von fein keine Spur. Tropfnass bist und... Der Wasserhahn tropft, tropft auf den Kopf. Aber Pumuckl hopft, dass du ihn nicht... Geh, du musst ja nicht gerade unter dem tropfenden Hahn rumschaukeln. Ja, das geht es nicht. Leider, leider, und ganz weiß bist, voller Wand, schau her. Die blättert doch schon ab. Wie bist denn da überhaupt hinkommen? Ja, dabei bin ich Papa wie... Also, beim Klettern. Beim Klettern? Ja, da muss ich doch klettern, wenn ich zu dem Schaukelding da will. Also, ein Badeschlauch ist kein Schaukelding. Und überhaupt sind die im Bad da herin, wo es eh schon so ausschaut. Ja, mein, das gehört alles einmal gericht. Wenn ich bei anderen Leuten sehe, was die für schöne Bäder haben. Na ja, so furchtbar ist es auch wieder nicht ja, da hast sein. Du keine Ahnung. Also, weißt, da an der Wand, schön. Da müssten schöne blaue oder gelbe oder gar rosa Kacheln ja, sein. Oder grün, und gelb, rot. Die, ja, oder schwarze. Und die Badwanne, die müsste eingebaut werden. Und der alte tropfende Hahn da weg und dafür eine neue Mischbatterie hin und die Leitungen anders gelegt, dass man es nicht mehr sieht. Ja, du, kostet das also viel von dem, was ihr da, das nennt ihr so wie Geld. Na, das Geld ist Geld nicht einmal, aber herbringen tust ja kein Menschen, der es macht. Warum denn nicht? Wohnen die so weit weg? Ach wo, der Installateur, der Lechner, der wohnt gleich im Eckhaus vorn. Und der hat so viel Arbeit... Vor lauter Neubauten, mei, der geht mir doch da nicht her. Ich tät's ja selber machen, aber Leitungen legen, na, das trau ich mir nicht. Ja, und überhaupt, für so einen alten Junggesellen, da ich doch nicht. Nein, nicht alt, nicht Junggeselle, mei. Nicht seufzen, das mag der Pumuckl nicht, wenn du seufzt. Ja, schon, aber das ändert ja nichts. Aber das ändert sich schon. Ich muss jetzt nur mal nachdenken. Moment, hier tropft's ja wirklich. Hier kann ich unmöglich nachdenken. Ja, du kriegst mir am Ende noch einen Katar. Katkara, ja. Wo ich so kleine Taschentücher für deine Nasen nicht hab, wo soll ich die hernehmen? Du, hier, guck mal hier. Hier in der Seifenschale. Das ist ein feiner Platz zum Nachdenken. Ui, nachdenken. Ja, guck mal, du machst dich als Seifen nicht schlecht, ja. Ja, schön. Ich denke, sag mal, wer macht eigentlich die gelben und blauen und die rosa und die grünen und die alle diese Kacheln an die Wand? Ist das auch der Mann in dem Eckhaus? Nein, nicht der Lechner. Sondern der Ramsauer, das ist der Fliesenleger. Ah, und wo legt der Fliesen? Wohnt der Leger? Ja, der wohnt in der Nelkenstraße drüben. Aber warum willst du denn das wissen? Nachdenken! Scharf nachdenken! So. Ja, und was kommt beim scharf Nachdenken nachher raus? Weil du hast mir ein Bett gemacht, mach ich dir jetzt ein Bad. Was du nicht sagst, wie willst du denn das anstellen? Pumuckl springen, Leute bringen, Leute zwingen. Singen. Geh, du hopst nicht so, sonst fällt die Seifenschalen runter. Au. Ist schon passiert. Geschau und gesprungen ist auch. Das macht doch nichts. Nachdenken ist ja jetzt vorbei. Jetzt brauche ich die Seifenschale ja, gar schon. Nicht und wo tue ich die Seifen jetzt hin? Ja, darüber musst du jetzt nachdenken. Du musst dir jetzt nur was suchen, wo du schaukeln kannst. Ja, das suche ich lang. Der Pumuckl muss sausen. Sofort. Auf der Stelle. Ramsauer und Lechner. Stimmt's? Ja, das stimmt nix, schon, aber... Nix, aber Ramsauer, Lechner, Sauerlechner! Und schon war der Pumuckl zur Tür hinaus. Der Meister Eder ist kopfschüttelnd dagestanden und hat sich gar nicht vorstellen können, was der kleine Kerl jetzt vorhat. Der kleine Pumuckl aber ist zum Installateur Lechner ins Eckhaus vorgesaust. Und weil es gerade Mittagszeit war, war der Lechner auch zu Hause beim Essen. Magst du noch was, Max? Mhm, ja, wenn noch was da ist. Mhm.
Du, unsere Türe, die quietscht ja nicht schlecht. Herrschaft, dass du das aber auch immer auflässt. Ich mag einmal offene Türen nicht beim Essen, das weißt du doch. Also, die habe ich doch gerade zugemacht, die Tür. Geht zu, von allein geht doch keine Tür auf. Also, das ist aber komisch. Du weißt bestimmt, dass ich es zugemacht habe. Mhm. So, jetzt ist es aber zu, ja, dass ja kein Luftzügerl an dich hinkommt, gell? Mhm. Ja, wo habe ich denn jetzt den Löffel? Ah. Den habe ich doch gerade noch gehabt. Daher habe ich ihn gelegt. Also, jetzt glaube ich es aber. Ja, dann nimmst du halt einen anderen. Wir haben doch schließlich noch mehr Löffel. Ja, schon, aber also da kann ich mich so viel ärgern, wenn ich was verlege. Das Haus verliert nichts. Wirst ihn schon wiederfinden. Aber wenn ich jetzt vielleicht noch was zum Essen kriegen täte, dann wäre ich dir schon recht dankbar. Ja, aber freilich. Kartoffeln auch noch? Dank schon. Mhm. Mei, schon halb eins. Die Uhr. Herrschaft, bin ich jetzt erschrocken. Fällt einfach die Uhr von der Wand. Ja, wie kann denn sowas passieren? Die schöne Kuckucksuhr. Der ganze schöne Holzkasten ist auseinander. Ja. Mei, wenn so eine Uhr runterfällt, das bedeutet voll was Schlechtes. Geht zu. Das bedeutet nichts weiter, als dass der Haken allmählich locker worden ist. Seit 10 Jahren hängt die Uhr da und noch nie ist sie runtergefallen. Geh weiter. Mach kein Gesicht, als ob's Haus eingefallen wäre. Aber die Uhr, die ist doch noch vom Großvater. Und jetzt ist sie hin. Na, Moment mal, ich glaub nicht. Das Uhrwerk ist noch in Ordnung. Halt's aber grad. Ja? Dann hörst du, dass es noch tickt. Gott sei Dank. Sie tickt noch. Mhm. Aber das schöne, geschnitzte Gehäuse. Ah, das kann man doch wieder leimen. Ganz einfach. Na, du, das ist nicht so einfach. Schau, da ist abgesplittert. Mhm. Da müsste man ganz fein wieder was einsetzen. Das muss jemand machen, der was von solchen Schnitzereien versteht. Also, schnitzen kann ich nicht auch noch. Ach, die schöne Uhr. Sag mal, weißt du niemand, der sowas macht? Ach, mei, so eine Flickarbeit, die nimmt doch heutzutage ungern einen an. Wer kennt denn bloß sowas machen? Eister, Eder. Ach, du kennst doch so viel Handwerker. Ist denn da kein Schreiner dabei? Ah, die machen lauter Einbauküchen und sowas. Eister, Eder. Vielleicht, dass einer dabei ist, dem du auch einen Gefallen tun kannst. Eister, Eder. Der Eder, das ist eine Idee. Der kann's machen, natürlich. Bringst das Gehäuse zum Eder. Nein, da musst schon du hingehen. Wie? Für dich macht das sicher. Und du kennst ihn ja auch, ich kenn ihn doch gar nicht. Gut, ich geh dann hin. Aber jetzt ist vor lauter Uhr unser ganzes Essen kalt worden. Ja, du, das war aber jetzt auch ein Schreck. Ich stell's noch einmal aufs Feuer. Bittchen. Und nachher gehst du aber gleich hinüber, gell? Mhm. Und dass er schnell macht. Mei, die Wand, die schaut ganz traurig aus ohne Uhr. Der Pumuckl hat sich ins Fäustchen gelacht, dass ihm sein Plan so gut geglückt ist, und ist ganz heimlich wieder auf und davon. Sein nächstes Ziel war der Fliesenleger Ramsauer. Der ist gerade zum Essen heimgekommen, und weil die Frau Ramsauer noch nicht ganz mit dem Kochen fertig war, ist er bei ihr in der kleinen Küche rumgestanden. Und das war dem Pumuckl gerade recht. Es dauert schon nur ein bisschen mit dem Essen, gell? Hab aber nicht gewusst, dass du heute früher heimkommst. Macht nix, was gibt's denn? Sauerkraut. Was hast denn jetzt runtergeschmissen? Das war ich nicht. Ich bin überhaupt nirgends hingekommen. Ach geh, von allein wird der Deckel runterfallen. Na, wenn ich das sag. Schau, schon wieder ein Stück im Mehl abgebrochen. Ja, was ist denn das? Das warst aber jetzt du und nicht ich. Ja, aber ich bin doch überhaupt nicht... Du wirst halt mit dem Ärmel hingestreift sein. Ja, eng genug ist ja da herin, dass man überall hinstreifen kann. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt da rausgehe aus der Küche. Hm. Nimm aber gleich was mit und deck den Tisch derweil. Da nimmst du aus dem Schrankel die Teller raus und... Das brauchst du mir nicht sagen, so viel kenne ich mich schon aus. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, wenn das Zeug so neigestellt ist, dass einem gleich alles entgegenkommt. 2 Teller sind hin. 2 gute auch noch. Nix kannst du so am Mannsbett machen lassen. Geht zu, so stellt man das Geschirr nicht rein. Alles aufeinander. Ja, alles nebeneinander kann ich nicht stellen, weil es dafür zu klein ist. Ich sag doch schon lang, dass da was Größeres hingehört. Aber ich rede ja nur in die Luft. Dann kauf halt in Gottes Namen einen größeren Küchenschrank. Das hätte ich doch schon längst getan, wenn es in der Größe gäbe, die da genau herpasst. Aber das gibt's ja nicht fertig. Sowas muss man machen lassen. Machen lassen. Wo bringst du denn heute jemand her, der das billig macht? So Spezialanfertigungen kosten allweil gleich das Dreifache vom Normalen. Kennst denn du überhaupt keinen billigen Schreiner? Kommst doch so viel mit Handwerker zusammen? Frag halt einmal rum. Mei, der Sedlmeier hat so viel zu tun, dass er schon mit seinen Lieferungen nie nachkommt. Und der Unterhäusler hat sich ganz auf Schuhkästen umgestellt. Ich weiß keinen. Eister, Eder! Ja, der Eder! Du hast recht, der kann's machen. Ich hab doch nichts vom Eder gesagt. Aber wenn du meinst... Du hast doch gerade gesagt Eder. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Du hast Eder gesagt. Also jetzt hör mal, laut und deutlich hast du gesagt... Ich kann's gar nicht gesagt haben, weil mir der gar nicht eingefallen wäre.
Aber ich hab nichts gegen Eder. Wenn so einer gut und preiswert macht, dann ist der. Jetzt weiß ich wirklich nicht, spinne ich oder spinne ich nicht? Wenn ich's doch gehört hab. Mir wäre nämlich der Eder auch nicht eingefallen, wenn ich's nicht ganz genau von dir gehört hätte. Jetzt muss ich aber schon lachen. Alle zwei haben es gehört und keiner hat's gesagt. Das gibt's doch zu, dass das nicht gibt. Naja, wird's halt ein Missverständnis gewesen sein. Aber sag einmal, könntest du nicht zu dem Eder hingehen? Ja gut, von mir aus. Ich geh hin, aber nur, wenn ich jetzt endlich was zu essen krieg. Ja, ist ja gleich fertig, gleich. Der Pumuckl hat einen solchen Sprung vor Vergnügen gemacht, dass er beinahe ins Sauerkraut gefallen wäre. Und dann ist er heimgesaust und mit einem großen Satz bei Meister Eder zum Fenster hinein. Schlupp, 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 da bin ich wieder. Jäckerl, hast du mich jetzt erschreckt? Wo warst denn? Bei der Ecke, an der Ecke, um die Ecke. Geh, komm, jetzt ring gescheit und hupf nicht so umeinander. Ich bin vergnügt, und wenn ich vergnügt bin, dann muss ich hüpfen. Ja, warum bist denn so vergnügt? Das wirst du jetzt gleich sehen. Krieg ich mit, kriegst du Bart. Das ist ein altes Kobolds-Sprichwort. Ja, warst du am Ende beim Ramsauer und beim Lechner und hast was angestellt? Nein, nichts angestellt. Nur ein kleines bisschen. Aber jetzt kommen sie dafür und sie machen ein Bad. Das verstehe ich nicht. Ja, hast du mit ihnen geredet oder was? Nein, nur ein bisschen geflüstert habe ich. Und jetzt kommen sie alle beide. Wirst du sehen, die kommen alle beide. Aha, ja, sag einmal, was? Sind die nicht erschrocken? Was glauben die denn? Glauben die an Gespenster oder an was, oder? Jetzt komm, jetzt red schon. Alles hat eine ganz natürliche Erklärung. Glaub mir, sie kommen ganz natürlich und du brauchst nur zu sagen, dass du ein Bad willst. Und sonst gar nichts? Und sonst gar nichts, sonst gar nichts. Gib mal nach, da kommt schon einer. Ich verschwinde. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß ihn, na gut. Ja, das ist nett, dass Sie kommen. Ja, es ist bloß weil... Ich weiß schon... Machen wir es ganz kurz. Ich zeige Ihnen mein Bad und... Wieso Ihr Bad? Ich komme ja wegen meiner Uhr. Wegen Ihrer Uhr? Ja, ich meine wegen dem Gehäuse. Wissen Sie, das ist geschnitzt, gell? Und Sie können doch auch schnitzen. Ja, ja. Das ist nämlich kaputt gegangen. Stellen Sie sich vor, wir sitzen ganz harmlos am Tisch. Da fällt plötzlich die Uhr von der Wand. Ganz ohne Grund. Ganz plötzlich ist die Uhr runtergefallen. Mhm. Und ganz ohne Grund. Ha? Ja, dann ist mir alles klar. Wieso? Ja, ich meine bloß... Dann wollen Sie mir mein Bad gar nicht richten, sondern ich soll bloß Ihre Uhr instand setzen. Ja, nein, ich hab doch gar nichts gewusst von Ihrem Bad. Haben Sie nach mir geschickt? Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Ich hab mir halt gedacht... Wissen Sie was, Herr Eder? Eine Hand wäscht die andere. Und drum machen wir es halt so, dass Sie das Gehäuse reparieren und ich schau mir jetzt Ihr Bad an. Ja, bist nicht gleich da. Was war jetzt das? Das... Das wird Ihr Kuckucksuhr gewesen, seit die plötzlich geschlagen hat. Okay. So komisch schlagt die sonst nicht. Nicht? Nein. Ah ja, kannst du sehen. Denken Sie noch nichts dabei. Schauen wir lieber das Bad an. Was meinen Sie? Ja, freilich. Ja. Aber gespassig ist das Ganze vielleicht schon. Sehr gespassig, Herr Lechner. Sehr gespassig, ja. Natürlich sind die zwei Handels einig geworden und der Installateur hat versprochen, noch in der Woche alles nach Wunsch zu machen. Kaum war der Lechner bei der Tür draußen und der Meister Eder wollte dem kleinen Pumuckl eine Standpauke wegen der hinuntergeworfenen Uhr halten, da ist die Tür wieder aufgegangen und der Ramsauer ist hereingekommen. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, der Herr Ramsauer, tatsächlich. Sie tun ja gerade so, als hätten Sie auf mich gewartet. Oh ja. Das heißt, ich habe gerade an Sie gedacht, weil ich Sie bräuchte. Ja, ich brauche Sie auch. Heute ist nämlich... Hoffentlich nicht auch eine Uhr von der Wand gefallen. Na, wie kommen Sie denn auf sowas? Bloß so, war gerade einer da, dem es runtergefallen ist. Heute scheint Valentin zu sein, ha? Ja, was bei uns heute alles runtergefallen ist, 2 Teller sind hier. Und alles, weil halt einfach der Schrank bei uns zu klein ist. 2 Teller? Wir bräuchten halt dringend einen Schrank, der nach Maß hinpasst, wenn das nicht zu teuer kommt. Mhm. Und ich bräuchte mein Bad gekachelt, wenn das nicht zu teuer kommt. Ja, da kann man vielleicht gegenseitig... Das kann man, ja. Ja, was war jetzt das? Das war nix. Gar nix. Sie, ob Sie es glauben oder nicht, heute höre ich dauernd Stimmen. Daheim schon habe ich jemand Eder sang hören und meine Frau schwört, dass sie es nicht war, die es gesagt hat.
Komisch. Ich glaube allmählich, dass ich spinne. Nein, nein, glaub sowas nicht. Es hat alles eine ganz natürliche Erklärung, auch wenn ich's Ihnen nicht erklären kann, weil sonst Sie meinen, dass ich spinne. Wieso? Ich verstehe nicht. Macht nichts. Also, ich mache Ihnen das Kasterl und Sie kacheln mein Bad. Ausgemacht? Gut. Ausgemacht. Eigentlich hat Meister Eder nicht so recht gewusst, ob er dem Pumuckl schimpfen soll oder ob er lachen soll über seine Schlauheit. Nun, er hat von jedem ein bisschen was getan. Und als dann das Badezimmer in neuem Glanz erstrahlte, waren beide glücklich wie zwei Kinder. Und als Meister Eder das erste heiße Bad im neuen Badezimmer nahm, war der Pumuckl ganz aufgeregt. Ja, bis zum Hals, so. Ganz nass bis zum Hals, ganz nass. Das ist ein großer Spaß. Ja, wie du komisch aussiehst. Die ganze Wanne ist voll Eder. Eine Wanne, das sieht jeder. Ja, komm, fall mal nicht rein mit dem Gehirn. Wanne, was sei immer nass, sei immer blass. Nicht da rein. Ich da rein? Nein, nein, ich bin doch kein großer Mensch. Ich bin doch nur ein ganz kleiner Pumuckl. Ja, ja, wirst schon nicht ersaufen. Ich halte dich dann schon. Nein, 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 danke, danke. Vielen Dank. Kobolde betreten Wasser nur mit einem Schiff. Ja, komm her. Meine Hand ist da jetzt ein Schiff. Deine Hand? Deine Hand ist doch gar kein Schiff. Du machst aber Wellen. Ja, du kannst dich ja auch auf die Badebürste setzen. Da schau her, die schwimmt. Ja, eine Bürste ist doch kein Schiff. Das kitzelt ja immer. Das kitzelt ja immer da unten. Ich brauche ein richtiges Schiff. Also pass auf, wenn du mir jetzt ein Papier bringst, mache ich dir eins aus Papier. Papier? Ein Schiff aus Papier? Schiffe sind aus Holz. Du hast doch Holz genug. Mach mir bitte mal ein Schiff, ganz schnell. Ich will jetzt in die Badewanne. Kann der doch da jetzt aus Holz kein Schiff machen? Ich will aber jetzt eins haben. Oh, mich lockt das Wasser. Ich stamme doch von den Klabauters. Und die Klabauter, die lieben das Wasser. Ja, nachher lernen wir dann mal schwimmen. Ich bin doch keine Ratte. Bin ich? Oder eine Ente vielleicht? Oder vielleicht sogar ein Fisch? Was hat denn das damit zu tun? Ich kann doch auch schwimmen. Ja, du, wenn ein so großer Mensch schwimmt, dann kann man ihn ja nicht verwechseln, aber wenn so kleine Pumuckl schwimmen, dann kann man sie sehr leicht verwechseln. Und plötzlich, schwupp, sind sie von irgendeinem Tier gefressen. Geh zu, da herin in der Badewanne, da ist doch kein Tier. Das weiß man ja nicht, das weiß man ja nicht. Ich will jetzt ein Schiff. Schnitz mir ein Schiff. Nein, 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 nein. Ich hab noch genug von den kleinen Betten, die ich hab machen müssen. Nichts da. Ich will ein Schiff. Von mir aus malst du eins. Du willst mir also jetzt kein Schiff machen? Nein. Aha, gut, gut. Dann male ich mir eben eins. Jawohl! Da unten in der Werkstatt, da liegt ein Bleistift und den... So, das weiß ich genau, den werde ich jetzt holen und dann werde ich malen ein großes Schiff. Ja, 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 ist gut, mal deins. Ja, grad schön ist. Steuermann, lass die Wacht. Steuermann hier zu uns. Oh, 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 oh. Lalalala, so, da bin ich wieder. So, ja. Hier habe ich einen Bleistift. Oh. Ja, wen sehe ich denn da wieder? Der Herr Pumuckl. Ja, und am Bleistift droppt er wie ein Speer. Na, sowas. Lach du nur. Ich male jetzt ein Segelschiff. Steuermann, lass die Wacht. Steuermann, hier so. Zu uns. Da geht der Bleistift überhaupt nicht. Das ist, muss ich an die Wand, auf die Wand malen. Da geht's. Da male ich jetzt gleich die. Das hier, das ist das Deck. Und das ist das Heck. Und das, ja, was machst du denn da? Meine frische Wand. Ja, ein Bullauge muss ich. Nein, zwei Bullaugen. Drei Bullaugen. Vier Bullaugen. Nein, meine Wand. Ja, du hast gesagt, ich soll mir ein Schiff malen. Und jetzt male ich mir. Du, ich schmier dir gleich eine. Hörst nicht sofort auf. So, die Zeichnung ist fertig. Und ich höre auf. So. Die frisch geweißelte Wand. Du, ja, warte, jetzt komm ich aber. Ich male Schiffe. Ich male das ganze Haus. Voller Schiffe. Dieser Lauser, der malefiz dir. Ja, und wie er reingraben hat an die Wand, die frisch geweißelte Wand. Warte, hier komm ich. Lass mich nur fertig anzogen sein. Dir zeig ich's. Pumuckl. Sofort kommst du her. Das ist der Mast, und das ist das Segel, und das ist das Deck, und das ist das Pumuckl. Meck. Hui, das reimt sich sogar. Und ein Bullauge, nein, zwei Du, Moment einmal, was machst denn du an der Bettladen, an der frisch polierten, hä? Schiffe mal.
zahlen. Auf die frische Politur? Ja, auf die frische Politur. Ja, da hört sich doch gleich alles auf. Ja, das schraubt ja den fast den Boden aus. Jetzt kommen wir mal her, Bierschall. Jetzt passiert was. Aber nichts passiert. Ich will ein Schiff. Ich will zwei Schiffe. Ich male mir so viele Schiffe, wie ich will. Du gibst sofort den Plastik. Nein, nein, gib ich nicht her. Das werden wir gleich haben. Schließlich habe ich längere Arme und Füße wie du, gell? Nein, nein. Jetzt fang mich doch, fang mich doch. Du mit deinen langen Füßen und du mit deinen langen Armen. Du kannst mir... Aua, aua. Hab dich schon. Oh, lass mich aus, lass mich aus. So. Jetzt zeigst du mal den Bleistift, Söderle. Und jetzt, Bürscherl, sag einmal, was bildest du dir denn eigentlich ein? Hä? Nicht schütteln, nicht, du sollst mich nicht so schütteln, sag ich, du dummer, dummer Mensch. So, ein dummer Mensch bin ich auch noch. Vielleicht hast recht, saudumm bin ich, dass ich mich mit sowas belaste, wie es das du gibst. Die frische Wand hast vollgeschmiert, die frisch polierte Bettschlacht, ja, mit einem die am Montag abgeholt werden soll, hast ruiniert. Abschleifen darf ich das jetzt noch einmal und neu polieren und das alles, weil's du fragst, du... Weil ich ein Schiff bin. Jetzt sag ich dir eins, Schiff kriegst keins. Und singen will ich dich auch nicht mehr. Kannst von mir aus hingehen, wo's magst, so. Und jetzt aus meine Augen. So, das ist dein Glück, dass du mich jetzt ausgelassen hast. Ich hätte dich nämlich jetzt gleich gebissen. Jawohl. Na, sag ich. Wahrscheinlich in die Nase. Gut, gut. Ich gehe raus, aber ich nehme was mit. Ein Schiff nehme ich mit, jawohl. Liegt ja genug Holz herum. Ach, du doch, was willst? Was? Die schöne Politur, na sowas. Ein paar Stunden Arbeit ist es. Der Pumuckl brachte es fertig, ein großes Stück Holz anzuschleppen und in das Badewasser zu werfen. Zufrieden stand er auf dem Badewannenrand. Oh, so. Da drin ist das Schiff. Das hat zwar keine Segel und hat kein gar nichts, aber es schwimmt. Und der Pumuckl schwimmt mit. Ich muss jetzt bloß einsteigen. Das wackelt, aber nicht wackeln, nicht wackeln. Ich hab doch schon ganz nasse Füße. So ist's brav. Ach, das geht fein. Der Pumuckl ist Kapitän. Weit übers Meer komm ich daher und viele, viele Wellen an meinem Schiff zerschellen. Geh weg, du dumme Badebürste! Aus dem Weg mit dir! Hilfe! Hilfe, mein Schiff! Hilfe! Oh, jetzt habe ich gerade noch dieses Metallding da erwischt. Also da diesen Schlauch von der Brause. Jetzt mal festhalten, Pumuckl. Ganz festhalten. Festhalten. So. Da habe ich gerade noch einmal Glück gehabt, dass das nicht ins Furnier gegangen ist. So viel Kraft hat er doch nicht gehabt mit dem Bleistift. Der lausert der. Ist der jetzt wirklich mit dem Stückel Holz auf ins Badezimmer? Der wird doch nicht probieren, mit dem Holz ins Wasser zu steigen. Da kennt er ja glatt das Saufen. Schmarrn. Was geht's mich an? Soll er da machen, was er will? Ich kann da nicht raufklettern an dem Schlauch. Jetzt rutsch ich immer wieder runter. Da ist Seife dran, so rutschige Seife. Oh, wenn nur das dumme Holz nicht so weit weg wäre. Mir tut schon die Arme so weh. Wenn nur der große Mensch käme, ich tut es dann auch nie mehr wieder. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich kann bald nicht mehr. Hilfe! Hab ich da jetzt nicht was gehört? Ach, Schmarrn, ich bin... Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Griebel, grüß Gott. Sie schauen nach Ihrem Schrank, gell? Ich komm bloß gerade vorbei und hab gesehen, dass Sie in der Werkstatt sind. Ja, ich bin gerade am... Hat da nicht jemand geschrien? Na. Mir war's so, als hätte ich was gehört. Also, Herr Eder, ich hab gute Ohren. Ich hab nichts gehört. So. Na ja, ist ja wurscht. Wenn ich nur das Wasser hätte auslaufen lassen, da könnte überhaupt nichts passieren. Was haben's denn, Herr Eder? Ich? Nix. Nein, es ist alles in Ordnung. Also, ich poliere das noch und am Montag wird's geliefert, wie ausgemacht. Also, ich verlasse mich drauf. Ist recht. Auf Wiedersehen, Frau Griebel. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Ich kann nicht mehr. Überall ist es so glatt und nirgends komme ich hoch. Wasser ohne Schiff. Das
das ist der Untergang der Klabauter. Und das ist auch der Tubuke sein Untergang. Aber ich will nicht untergehen, ich will nicht. Hilfe! Hilfe! Oh, oh, die Maschine läuft. Die Maschine läuft, da kann er mich nicht hören. Hilfe! Also, ich weiß nicht. Mir ist gar nicht recht wohl. Ich könnte ja raufgehen und das Wasser ablassen. Das ist eine Idee. Ich schaue ihn gar nicht an, den Pumuckl. Ich gebe ihm gar keine Antwort. Strafe muss schließlich sein. Oh, oh, mir ist schlecht. Ganz müde. Ich kann nicht mehr. Ich wollte doch nicht gleich ertrinken. Pumuckl, was machst du denn? Pumuckl, ja, gerade habe ich dich nur erwischt. Oh. Wie ist das jetzt gleich mit der ersten Hilfe? Mit den Füßen nach oben, Kopf nach unten. Nein, ja. Bitte nicht. Ich bin doch keine Fledermaus. Ja, das weiß ich schon. Ich wollte ja nur, dass du wieder zu dir kommst. Oh, wird das schlimm. Ach, habe ich doch das richtige Gefühl gehabt. Bin ich froh. Bist du froh, dass ich da bin? Ja, wenn du das schon wissen willst. Ja, ich bin auch froh, dass ich da bin. Und ich will das auch nie mehr wieder tun. Du brauchst jetzt kein Schiff mehr zu machen. So? Ja, auch keinen Schaukelstuhl, wenn du nicht willst. Nein, das brauchst du nicht zu machen. Wirklich gar nicht. Ich denke nur noch nach, wie ich brav sein kann, ohne zu schaukeln. Wie kann man denn bloß nachdenken, ohne zu schaukeln? Wenn man sich ganz ruhig hinsetzt, so wie ich jetzt, auf einen Stuhl und gar nichts anderes tut, als wie denken. Ja, und was denkst du jetzt? Dass ich dir vielleicht eine Schiffschaukel mache. So eine kleine, weißt, zum Aufhängen am Wandbrettel. Schiffschaukel? Nein, das kann ich nicht annehmen. Wie sieht denn so eine Schiffschaukel aus? Das ist ein Schiff. Ein Schiff. Das schaukelt. Aber nicht im Wasser, sondern in der Luft. Ui, das ist ja... Das ist ja toll! Okay. Und sowas fällt einem ein, wenn man ganz ruhig auf einem Stuhl sitzt. Mhm. Ui, dann bleib doch mal ganz, ganz ruhig sitzen. Und ich setze mich jetzt ganz ruhig daneben und dann denken wir beide ganz, ganz scharf nach. Nein, ich lasse jetzt das Wasser da raus aus der Wanne, damit nichts mehr passieren kann. Die Sache ist ja gerade noch mal gut gegangen, nicht wahr? Da sieht man wieder einmal, wo Eigensinn hinführen kann. Der Meister Eder ist ja eine Seele von einem Menschen. Wetten, dass er sich, froh seinen Pumuckl wiederzuhaben, abends hinsetzt und eine Schiffschaukel schnitzt? Wette gewonnen, kann ich da nur sagen.